So, hi liebe Leute, herzlich willkommen zum Part 21 inzwischen schon. Ich habe gerade geguckt, wie viele Folgen ich gerade aufgenommen habe. Part 21 für einen Wake. Jetzt rattelt es gerade ein bisschen. Naja, nimm das Auto. Auto fahren. Noch nie hatte mich der Sonnenaufgang so gefreut. Ja. Mir blieben einige Stunden, um zur Mine zu kommen. Wow. Das Bergwerk war nicht mehr weit. Da ist jetzt ein Cut, das ist jetzt schon wieder Abend. Heute würde ich den Entführer treffen. Er würde mir Alice übergeben. Er musste es. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. Das kommt jetzt eine coole Fahrsequenz oder so. Hier natürlich der Cut noch viel cooler gekommen. Schauen wir mal, wie kreativ dieses Spiel ist. Ja, ich verschwende gerade aufnehmen. Ich will wissen, wie sie das geklärt haben mit dem, dass die Map nicht weitergeht. Selbst tagsüber wurde ich verfolgt. Die Brücke war zusammengebrochen, kurz nachdem ich sie passiert hatte. Okay, cool. Dass sie wenigstens einfallen lassen. Also nicht, dass einfach ein Zaun da steht, man nicht drüber springen kann. Nicht mal, Wake, das kam mir hier noch nie drüber vor, dass man nicht über deine Zäune springen konnte. Böses Spiel. Naja, okay. Back to the business. So. Das Auto kann ich nochmal benutzen, oder? Doch, total cool. Gibt's irgendwas? Nö. Ne. Schritt für Schritt, fast unmerklich, hatte ich begriffen, dass die Geschichte aus meinem Manuskript wahr wurde. Der Fortlauf der Handlung führte mich tiefer und tiefer in dunkle Gewässer. Man hatte mir Alice genommen. Barry war vermutlich eingesperrt. Ich war auf der Flucht vor dem FBI. Die ganze Welt war vom Dunkel übernommen und trachtete nach meinem Leben. Alles fühlte sich real an, klang aber auch nach einer Geistesstörung. Ich nehme mich jetzt auch weniger, weil es mir so Spaß macht, das Auto zu fahren, sondern dass der Fahr schneller geht. Ich schaue gerade, ob ich irgendwas. Irgendwas geben. Festtags wieder eine kaputte Brücke. Yay! Ich mag das Spiel trotzdem von der Aufmachung. Das ist echt geil. Und es ist eigentlich auch ziemlich cool, dass die außer aus meiner Taschenlampe einstecken hat, die Dunkelheit übermächtig ist. Ich das Auto auch nehmen. Den Jeep. Jeep.
für einen friedliebenden Ort, der ganz viele kaputte Autos. Ja. Ist das ein Strandkorb oder was ist das? Ist das wirklich ein Strand? War ein Sessel? Strange. Oh Gott. Das ist schübsch. Sehe ich nur, dass ein Adler im Hintergrund hochfliegt, mit American Spirit zu zeigen. Aber draufgeschissen. Ja, Alan Wake hat irgendwelche spastischen Zuckungen, ist mir auch schon aufgefallen. Alan Wake fährt Auto wie ein Fahrer. Die Autos stehen echt genug rum. Hier spricht Batman und ihr hört KBFFM. Freunde, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch gestern diesen Song in Dauerschleife überlassen habe, aber ich wurde aufgehalten. Wisst ihr, ich bin jemand vom FBI über den Weg gelaufen, dessen Finger förmlich am Abzug festklebte. Dem müsste man mal gute Manieren beibringen und in den Hintern treten und nicht unbedingt in der Reihenfolge. Ich weiß, das sind nur magere Infos und dafür entschuldige ich mich. Ich sollte vielleicht wirklich die Klappe halten, aber ich bin gerade so angesäuert. Denn ehrlich, manche Menschen sollten einfach keine Dienstmarke tragen. Ich bin auch froh, dass Sheriff Breaker da war, um die Dinge glatt zu bügeln. Und falls jemand zuhört, den ich gestern Abend getroffen habe, dann tut es mir leid, wenn sie mein Mundwerk in Schwierigkeiten gebracht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, Sie sind hier nicht der Böse. Alles Gute, Junge. Und ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Und nun zu etwas Erfreulicherem. Unser Gast den ganzen Morgen lang ist Dr. Nelson. Aber zuerst etwas Musik. Jemand glaubt an mich. Alan Wake ist glücklich. Ja! Hier ist irgendwo eine Leiter. Genau. Wenn Treppen liegen häufig Sachen, deswegen gehe ich das gerade nochmal hin. Aber sieht gar nicht so aus. Blöd. Nee, ist wirklich gut, dass es Leute gibt, die einen hier mögen. Also, das ist.
Das ist eher ein erfreulich heller Pan mal. Dass man mal den ganzen Tag hier im Hellen rumfahren kann. Schönes Auto. Willkommen zurück auf KBFFM. Hoffentlich hat euch das Lied gefallen. Doktor, Sie sprachen über das Leben und darüber, wie man jemand Besonderen findet, einen Seelenverwandten. Naja, Sie haben darüber gesprochen. Ich sagte, dass ich nicht daran glaube. Wissen Sie, das erstaunt mich, denn ich hielt Sie immer für einen hoffnungslosen Romantiker. Sie haben mich erwischt, Pat. Aber ich glaube, Liebe findet sich dort, wo man nach ihr sucht. Und es bedarf einer Menge Sucherei. So viel ist es. Ja. Aber die Vorstellung, dass dort draußen diese eine besondere Person auf einen wartet. Und wenn man die Chance verpasst, ist sie für immer weg. Und man bleibt auf ewig unvollständig. Ich meine, ist das nicht deprimierend? Oder vielleicht sogar kindisch? Es schwimmen eine Menge Fische im Meer. Und scheinbar hat der Fischer für jede Situation ein Gleichnis parat. Aber ist das, was Sie sagen, nicht etwas drastisch? Nein, ich sage, dass die Hoffnung, eine solche Verbindung zu jemandem aufzubauen, nicht auf einen Zufallstreffer beschränkt ist. Inwiefern ist das drastisch? Naja, das ist ein tröstlicher Gedanke. Ich möchte gerne etwas Persönliches dazu sagen. Okay. Also, es ist nicht so, dass ich es zwangsläufig anders sehe als Sie, aber ich kann das nicht in Einklang bringen mit dem, was ich fühle, oder was ich für jemand anderen gefühlt habe. Denn sie war die eine, wirklich. Und sie, ich habe zugelassen, dass sie sich von mir entfernt. Vielleicht habe ich nicht hart genug daran gearbeitet, wer weiß, aber seit damals, und es ist lange her, aber seit damals hat es niemanden mehr gegeben, niemanden wie sie. Und ich sage damit nicht, dass ich ihr nachhänge oder mich nicht davon gelöst habe. Ich mag mein Leben. Ich lebe nicht in der Vergangenheit, aber ich vermisse, wie sie mich vervollständigt hat. Mit dem Herzen kann man nicht diskutieren. Tut mir leid, Freunde. Ich habe gestern Abend etwas Beängstigendes erlebt und sagen wir mal so, das hat einiges in mir losgetreten. Was ist das jetzt? Das war jetzt voll schön irgendwie. Ne, wirklich, das war wirklich schön jetzt. So schon irgendwie traurig und so, aber von der Machart her war das toll. Klar, spielt jetzt nicht Tiefgründigkeitslevel 8.000, 9.000 oder so, aber. Das ist schon toll, also so diese Anspielung und so. Wie oft habe ich in dieser Folge tatsächlich Autos gestohlen? Ist hier verstreckt alles, das ist ja unglaublich, Mann. Ich war zu früh. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Das Bergwerk lag still da. Es war jetzt ein Museum. Das
So, dann lesen wir noch die Seite und dann haben wir schon wieder unsere Zeit. Matt war enttäuscht, als er den Schreiber auf der Fähre ausspionierte. Sein Boss hatte Wake als etwas Besonderes dargestellt, aber Matt war nicht beeindruckt. Er hatte aber einen Blick auf die Frau geworfen und sie gefiel ihm wirklich. Matt hatte davon geträumt, Wake in einen Kampf zu verwickeln, doch das war nicht passiert. Aber er würde noch herausfinden, ob der Schmierfink was drauf hatte. Das hatte man Matt versprochen. Ja, zur Hölle ist Matt. Das ist der komische Typ. Am Anfang auf der Fähre, oder? Nee. Kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Naja, okay. Dann danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir gehen aus dem Menü raus. Schauen ein bisschen die Straße entlang. Und ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst euch in die Jagd und haut rein. Und ich bin raus.